Hallo und willkommen zurück bei Stranded Alien Dawn. In der letzten Folge haben wir zwei Angriffe gleich gut überstanden. Ach, seht ihr, stimmt, die Yoko hatte was abbekommen, aber ich glaube, das war nur am Fuß irgendwas. Sie hat Bauchschmerzen? Oh, schwanger? Na gut, kann passieren. Er hat immer noch mit der Leberzirrhose zu kämpfen. Gut, dass wir noch keinen Alkohol haben. Genau, und dann haben wir hier die Türme noch gebaut. Hier vorne noch ein paar Fallen sollen da mehr kommen. Hier auch noch, weil der letzte große Angriff hier drüben stattfand. Achso, ich wollte vorspulen. Genau, und hier hatten wir Siliziumblätter angebaut, dass wir dann später durch Silizium rausgraben können. Da müssen wir nicht immer ganz da hinten hinlaufen zu den zwei Stellen, wo es Silizium gibt. Gibt mit Sicherheit noch woanders Silizium. Jetzt möchte ich mal was testen. Von jetzt aus gesehen in die entgegengesetzte Richtung, da komme ich ja nicht so weit mit der Kamera. Aber hier geht schon. Ach so, das wusste ich am Anfang gar nicht, dass es da in die andere Richtung nicht so weit geht. Okay, hier ist dann auch die Grenze. Ah, guck mal, Strommasten sind fertig. Kühlschrank ist auch gleich fertig. Und die bauen jetzt hier unten schon noch so ein bisschen die Palisade da drüben noch fertig. Und hier unten die. Die Fallen. Haben wir noch Holz? Na, ein bisschen, na, geht. Moment, der war nicht richtig rumgebaut. So, Kühlschränke erforscht. Yes! Jawohl! Das kann bleiben. Die kriegen gerade wieder viele Aufträge von mir, aber. Das muss so. So. Gut, gucken wir mal. Kühlschränke. Kapazität 20. 20 was? Alter Schwede. Gut, da. Ich dachte. Ich wusste nicht, dass das so ein Supermarktregal ist. Alter Schwede, Junge, Junge. Das ist ja ein ganz schöner Oschi. So, da kommt in den hier drüben, kommt nur das rohe Essen rein und den hier unten das fertige. Oh! Alter! Jack! Er macht Schießübungen. Ich dachte gerade, wer greift uns an? Da haben wir was Neues zum Plündern gemacht. Kana hat gerade nichts zu tun. Eigentlich gäbe es noch so ein paar Sachen zu erledigen, aber okay. Hatte ich das hier schon erforscht? Ja, das Klingengras, genau. Und noch irgendwelche Tiere? Breitblättrige Pflanze. Können wir auch mal studieren. So, das nächste ist die Fermentierung für den Treibstoff. Genau, wir kriegen ja immer genug von diesen Alien-Insektenfleisch-Dingern. Da liegt hier drüben auch noch viel rum. Aber möchte ich jetzt gerade erstmal nicht plündern, weil die Sachen noch nicht fertig sind. Die haben gerade eh viel zu tun. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm, wenn wir da nicht direkt wieder an Alien-Fleisch rankommen. So, das hier ist alles verbunden.
Und das dann hoffentlich auch. Dauert nur alles noch ein bisschen. Was ist denn das immer für ein Ding? Ach so, wenn der eine Falle fertig gebaut hat. Oh, ich wundere mich die ganze Zeit, was das Geräusch ist. Ding. Ja, okay. Besprach die guten Mahlzeiten mit Jack. Ah ja, guck mal. Essen ist richtig gut hier. Die sind auch wieder besser drauf. Connor, Jack, alle ganz gut unterwegs. Sehr gut. Yoko hilft mit bei den Fallen. Fantastisch. Diese großen Flugtiere. Vielleicht können wir mit denen später auf Forschungsreise gehen. Da schneiden wir uns einfach drunter und nehmen die als so eine Art Gleiter. Bin schon mal froh, dass jetzt am Tag 22 noch keiner gestorben ist. Hat wahrscheinlich so ein Jahr 30 Tage, oder? So, fertig. Okay. Der Rest ist nicht so euer Ding. Okay, gut. Ja, von mir aus. Theoretisch könnte man ja, wenn man richtig Bock hat, hier alles voll mit Fallen machen. Hätte man ja gar kein Problem. Ja, doch, ein paar nehme ich mal mit. Mit den Tieren, oder? Ich meine, gut, das kostet einiges an Altmetall, aber ich hoffe, dass das hier soweit erstmal ganz gut ist. Die drei Stellen, vor allem die hier. Hier müssen wir den Zaun auch mal rüberbauen. Das ist wahrscheinlich so das nächste. Ich warte jetzt aber erstmal ab, bis die hier fertig sind. Ach, der liefert pro Stunde 50. Wäre es denn sinnvoll am Generator dann... Gut, das haben wir jetzt noch nicht. So ein Energiespeicher, aber da brauchen wir erst die elektronischen Geräte für. Die erforschen wir dann erst. Yes! So, das hier war das rohe Nahrungsmittel-Ding, ja, ne? Raus damit. Und darüber. Geil. Erst eine richtige Mahlzeit und sie isst 10 Bären. Ah ne, doch, da ist auch was. Ein Bergenteller. Kloppen die jetzt? Ach, jetzt machen sie die hier unten noch fertig. Okay, super. Dup, 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 zack. Geht schlafen, die anderen essen noch. Gehen dann wahrscheinlich auch gleich schlafen. Ah, Connor baut noch den Kühlschrank. Sehr gut. Dass die Stromdinger hier so rumliegen. Also ein Energiespeicher wäre nicht schlecht, ne? Dass der Rest, den wir gerade nicht verbrauchen, da vielleicht dann irgendwie gespeichert wird. 280 noch, ja. Zwei CPU-Kerne haben wir auch, okay.
Ich möchte den Tisch hier so randrehen, dass der hier so andersrum steht. Kana, mach hin. Ich muss da muss da mal ran. Okay, das wird dann schon noch. Kana schreibt wieder. Die schreibt gerne, ne? Die macht immer so kleine Kurzgeschichten fertig. Das dient ihr der Entspannung, okay. Der Erholung, vielleicht sollten wir dann auch wirklich mal... so einen Ledersessel oder so einen Kram bauen. Aber die sind gerade alle recht zufrieden. Bei Kana, na gut, da geht's. Connor ist ganz gut drauf. Wie gut, dass ich das hier gebaut habe und es absolut nichts bringt. Okay. Dachte halt, das wäre schön. Oh, jetzt wird es auch gerade ein bisschen, na gut, ist gerade Nacht, 8 Grad. Noch ist Sommer, geht aber so langsam in den Herbst über. Ah ja, die Teile wollte ich ja abreißen. Das musste ich ja vorhin erstmal abändern. Ich beschleunige mal, jetzt ist hier eh gleich Feierabend für alle. Macht wahrscheinlich noch die, genau, die Falle fertig und dann geht's ins Bett. Na, guck mal, das funktioniert. Genau, gekochten Mahlzeiten jetzt dort rein. Und die rohen dort rein. Und da gar nichts mehr gelagert. Genau, gekühlt 96 Tage hält das Getreide. Das sind 3 Jahre. What? Ja, nee, wobei, warte mal, wir haben ja nicht im Winter angefangen, sondern im Frühling. Das heißt 30 Tage, das wird gar nicht hinhauen. Ja, mal schauen. Buttermelonen, immer noch 54 Tage. Okay, das ist natürlich mega geil. Das hält jetzt wirklich ewig. Fantastisch. Ah, Gott sei Dank. Yes, okay, das ist schon mal ein großer Vorteil. Und wenn wir dann die Fermentierung noch haben. Und... die gekühlten, ja gut, Connor beschafft noch ein paar. Wie viel kriegt denn der da auf einmal rausgeschnitten? So 20 oder so? Ein. Seht ihr, könnte ich auch mal studieren. Das nächste Mal dran denken. Ich glaube nicht, dass die 26 Haltbarkeit jetzt noch ausreichen. Okay, gut. Der transportiert jetzt erstmal 3. Okay. Joko plündert wieder. Fantastisch. Wo zählt denn Plündern mit rein? Ah, hier. Physiologie. Okay, hat sie 2. Na gut, mach mal. Oh, Holz ist wieder eng. Ja, mal so ein paar wenigstens wegnehmen. Da hinten, die brauchen noch ein paar Wochen. Ah, guck mal. Viel, viel schöner, wenn das hier in den Kühlschränken drin liegt. Dass die so riesig sind, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das sind so kleine. Okay, das ist schon mal ein großer Schritt, den wir jetzt gemacht haben. Das ist eine ganz, ganz feine Sache, finde ich.
Da liegt auch noch Getreide drin. Warum? Gut, wahrscheinlich weil hier drüben einfach nur kein Platz war. Oder? Ah, nee, hatte ich rausgenommen. Vielleicht können sie das dann nach und nach darüber schaffen. Ah ja. So, bauen wir da noch den sechsten dran, dann passt das hier. Gut, die Lampe, die ist jetzt nicht ganz mittig. Halt. So. Ganz mittig kriege ich sie nicht, entweder da oder da drüber, aber das passt. Ja, sehr gut. Die hat minus 18 bekommen, weil sie die Lampe umplatzieren musste um Meter. Wow. Den Elektroherd könnten wir auch bauen, ne? Also, da kann ich den jetzt aber nicht abreißen. Umbauen, meine ich. Zum Elektroherd. Schade. Da dürfte es doch noch mal schneller gehen, oder? Ich würde den auch gern dort platzieren. Genau, die 20 Metalllegierungen haben wir noch. Die 10 Strom haben wir locker übrig und ich hoffe, dann geht es einen Ticken schneller nochmal. Jack liest wieder die Kurzgeschichte von Kana. Die lesen alle. Rita liest, Kana liest, Joko liest. Lesen alle. Ja, die haben gerade wieder ihre 2 Stunden Entspannung. So, jetzt geht's weiter. Sehr gut. Kurzes Päuschen. Ah, sind alle wieder gut aufgefüllt. Joko nicht ganz, aber okay. Ah ja, Rita geht jetzt mal dieses siebenblättrige, nee, dieses breitblättrige Blatt Pflanze studieren. Ach so, das ist schon fast fertig. Okay. Achtzig Silizium kriegen wir hier raus. Genau. Oh, fantastisch. Sehr gut. Die Fermentierung ist ja, fast zur Hälfte durch. Auch gut. Dann können wir nämlich Treibstoff dann ein bisschen herstellen. Dann bräuchten wir noch mehr von dem rohen Insektenfleisch. Müssten dann also nochmal eine Welle abwarten. Wo war das hier? Rauchblatt entdeckt. Die breiten Blätter dieser Pflanze sind einer seltenen und teuren Tabaksorte verblüffend ähnlich. Vor ein paar Jahren hat man sie in meiner Heimatwelt verboten, woraufhin ihr Preis noch weiter in die Höhe schoss. Frag nicht, woher ich das weiß. Wie dem auch sei, wenn ich recht habe, beinhalten diese Rauchblätter diverse Alkaloid-Stimulantien, die sich durch Trocknen der Blätter gewinnen lassen. Also malen, in eine Pfeife stecken und Stimmung heben. Kein Kater oder andere Nebenwirkungen, von denen ich wüsste. Ah ja, rohes Rauchblatt. Können wir jetzt auch anpflanzen. Rauchblatt auf einem Trockengestell. Rauchblattpfeifen können wir herstellen. Forschungstechnologien Tee kochen. Nice. Cool. Langsam aber sicher wird's.
Ich hoffe, ihr seht das ähnlich. Das Ding können wir eigentlich auch abreißen. Achso, wie sieht es denn mit unseren... Ja, das sieht ganz gut aus. Zumindest hier das Wichtige ist alles abgedeckt. Ich weiß nicht, ob ich das für die Tore hier auch brauche. Eigentlich nicht, oder? Für meinen eigenen Privatwald. Ich möchte nicht, dass da ein Blitz einschlägt, mir die Bäume kaputt macht oder so. Ich kenne auch mein Glück. Da sind die kurz vor fertig und dann auf einmal haut sie einen Blitz rein. Und der zerschießt mir alles ringsrum. Keine Ahnung, wie die Auswirkungen aussehen, wenn hier ein Blitz einschlägt. Vielleicht haben wir dann für eine Woche kostenlos Strom. Ja, 260. Da gehen schon fast jeden Tag 20 drauf. Ne? Ja gut, steht ja auch da. Hält für eine Stunde und einen Tag und irgendwie also zwei Tage oder was knapp. Ah ja, Moment, ah ja, Anbau, das ist erstmal genau das Rauchblatt. Können wir einfach mal was bauen. So, der Zaun ist, naja... Haben sie halb fertig gebaut? Oh, seht ihr, genau, den Elektroherd. Fermentierung ist fast durch. Okay. Könnte man denn... Ja, guck mal, das Flugtier könnte ich auch studieren. Da würde ich gerne sehen, wie das aussieht, wenn die die ganze Zeit am Boden hinter dem Vieh hinterher rennen und nach oben gucken, was das Tier so macht. Ich weiß überhaupt nicht, ob es sinnvoll ist, alles anzubauen, was man anbauen kann, aber bei so manchen Dingen denke ich mir, ja, wieso nicht? Gerade wenn die später da noch ein bisschen mehr Spaß durch haben. Ah, hier stimmt, diese große Ulfenstatue. Kostet halt 40 Steine, aber ist ganz cool. Haben wir noch was in der Nähe, was wir mal studieren können? Dicht belaubte Pflanze. Das ist auch gar nicht so weit weg. Da studieren wir die noch. Was ist das hier? Nichts. Die haben wir schon. Die können wir dann vielleicht auch bald mal studieren, diese Flachkopftiere. Der Rest geht. Rita pflanzt, sehr gut. Und sagt mal, das hier wollte nicht mehr ernten? Oder ich meine, das sind 90 Getreide. Da ist noch was frei. Joko schießt auf dem Ziel, ist hier leider dann nicht ganz fertig. Wow, echt jetzt die drei Hammerschläge, für die hat es nicht mehr gereicht. Ja gut, verstehe ich, muss, tob dich erstmal aus. Wenn ich den ganzen Tag da hinten rumkloppen würde, da können wir eigentlich auch. So, oder? Wie ist denn das, wenn ich... Kann ich... 7 Expeditionen. Ja, ja, ich wollte nochmal gucken, ist okay. Ich kann nur in die Stromnetze reingucken. Erzeuger.
Ah ja, okay. So kann ich alle Verbrauchsgegenstände auswählen. Ah ja. Und alle Erzeuger hier unten das. Weil es ja dann noch Stromschalter gibt. Bei sowas bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite könnte ich damit halt, wenn es mal kritisch wird, bestimmte Stellen des Lagers deaktivieren, was strommäßig irgendwas verbraucht. Aber ich denke mir dann auch, ja gut, keine Ahnung, welche Situation es dafür geben könnte, aber ich denke mir eher immer, ich habe erstmal im Überschuss Strom plus die Dinge, in dem Fall der Treibstoff aktuell, die mir den Strom liefern und brauche nichts irgendwie abzuschalten. Generator-Energiezellen generiert Strom und verbraucht dabei eine Energiezelle. Ja gut, die haben wir ja noch nicht. Wir brauchen, ach, eine Lötbank brauchen wir, stand da gerade. Setze Energiezellen auf einer Lötbank zusammen. Aha. Plündere elektronische Geräte aus Raumschifftrümmern. Ja, ich hoffe, dass wir die ja dann auch bauen können bald, ne? Hier steht ja. Guck mal, 10-mal Silizium und 10-mal Metalllegierung. Gut, dass wir da ein bisschen was haben. Wir haben wirklich nur 10-mal Silizium. Scheiße. Aber gut, hier stehen ja auch immer mal diese Pflanzen rum. Wenn nicht, da hinten hätten wir ja was. Gibt es hier noch diese. Warte mal, die schlafen alle. Ich spule mal wieder einen Ticken vor. Schlafen immer noch. Mein Gott, die haben es aber nötig. Wir hatten auch schon lange kein Gewitter mehr. Da hinten sind noch so Pflanzen. So. Oh, ist ja fantastisch. 3 Stück. Mega geil. 30 Silizium. Sieht schon irgendwie faszinierend aus, so ein bisschen hier die Fauna. Bärenstaude haben wir auch noch nicht studiert. Sie erntet? Ah ja, okay, genau. Und sie studiert, okay. Wollen wir den Blitzableiter, das dürfte von mir aus gerne weiterbauen, sei denn, die kommen da nicht mehr ran. Ist okay, dann sollte das hier reichen, dass die Gegner ja nicht drumrum laufen können, hoffe ich jetzt einfach mal. Ich sehe schon, kommen die nächsten Gegner, kommen von hier oben, wo wir noch gar nichts haben. Aber wir haben das beim letzten Mal ganz gut gemacht, so uns nach und nach rangepirscht. Die hatten sich ja auch ein bisschen verteilt, die Gegner hier drüben, weil die eine kleine Gruppe von denen den anderen Tieren hier hinterher gerannt ist, da waren die so ein bisschen auseinandergetrieben. Oh, wo hat er die denn her, Jack? Wo hast du denn die Alienbeine noch her? Geil. Ah ja, Moment. Quatsch. So, dass wir von jedem irgendwie immer 10 da haben. Schon gewundert, warum jetzt hier noch keine 78 Treibstoff geplündert. Yes! Stark, Connor. Ganz große Klasse. Das ist auch ein Riesentriebwerk, ey. Mega geil. Ach, wir haben kein Holz mehr, deswegen wird nicht fertig gebaut. Ach so. Okay, das hatte ich irgendwie missachtet. Moment, deswegen baue ich es trotzdem da wieder hin. Einfach kein Holz mehr da gewesen. Ich habe mich schon gewundert.
Okay, nice. 78 Treibstoff, ganz große Klasse. Hier wird jetzt gekocht. Joko ist im Kochen wie gut? 4. Jemand mehr? Nee. Ja, wir sind so gut wie im Herbst schon. Ja, es ist noch Sommer, aber der Pfeil geht langsam Richtung Herbst rüber. Sehr gut, neue Mahlzeit, fantastisch. Oh, das ist so super, dass wir das haben. Jawohl. So, und das hier, die Fermentierung braucht noch 22%. Ah ja, gut, Rita pflanzt erstmal. Was hatten wir? Dieses Tabakzeug, ne? Benötigt Dünger. Stimmt. Wenn wir doch nur Dünger bauen könnten, wie war das mit dem Dünger? Da müsste man Tiere für zähmen. Das ist dann das Abfallprodukt. Wäre Dünger. Antibiotika. Oh ja, das ist natürlich nicht verkehrt. Ach, da brauchst du nur 50 Getreide. Okay. Oh. Hat er jetzt nochmal 78 Treibstoff geplündert? Na gut. Wo ist denn hier Tee kochen? Hier kommen immer mal noch neue Dinge dazu. Ach so. Kraftfeldbarriere. Oh, holy fuck. Was? Oh, no way. Ein Meteoritenschauer? Während dieser Katastrophe stürzen im Einflussbereich metallische Meteoriten zu Boden und verursachen Schaden. Oh, ich ahne Böses. Ja, keine Ahnung. Wenn ich die jetzt alle in ein Gebäude zusammenrufe und da schlägt einer ein, ich lasse jetzt einfach mal laufen. Da kommt einer da hinten. Okay, krass. Meteoritenschauer. Finde ich gut. Also gefällt mir. Aber hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. War es das schon? Oder wird hier irgendwo ein Bereich angezeigt? Nee, das wäre es ja. Hinten. Das möchte ich mir jetzt mal angucken. Hier. Ach, das gibt direkt Erz. Also da kann ruhig in der Nähe der Basis gern hier so ringsrum so ein bisschen, kann hier ruhig gern ein bisschen was runterkommen. Unser erster Meteoritenschauer, Leute. Ich dachte, jetzt kommen hier irgendwie. Okay, aber wenn die Ressourcen geben. Der war knapp. Dann werden hier nicht irgendwie 20, 30 Stück in unsere Nähe einschlagen. Kommt noch mal einer. Joko hat Physiologie 3 erreicht. Sehr gut. Die plündert ja gern, da ist er da auch wieder ein bisschen schneller. Ja, alte Ausrüstung. Richtig. Stimme ich zu. Okay, da hinten kam jetzt nochmal irgendein Raumschiff-Trümmer runter. Ich glaube, das Teil. Das für ein Geräusch. So, warte mal. Wir müssten wahrscheinlich.
Es dauert halt 18 Stunden. Es braucht nur 12. Shit. Na gut, kommt erstmal noch Herbst. Wir könnten vielleicht zwei Dinge herstellen. Hatten wir nicht auch? Jetzt ist wahrscheinlich dafür ein bisschen spät. Ah, die Hautborke. Ich hätte mehr Hautborke anbauen sollen. Damit wir daraus dann Pflanzenleder oder was das war oder Pflanzenfasern irgendwie zu Klamotten verweben können. Okay, die Mauer hier ist fertig. Mist, ja, habe ich ein bisschen vergessen, jetzt gebe ich zu. Ja, vielleicht finden wir ja ein paar Klamotten hier in den Triebwerken. Gewitter! Yay! Vielleicht schlägt noch mal ein Blitz ein. Achtung, es regnet, ist auch direkt nass geworden alles. Vielleicht erwischen wir noch mal einen Blitz. Der sah nämlich richtig cool aus. Ja, da hinten? Einer, der hier irgendwo einschlägt. Okay, Rita pflanzt wieder. Ja, Jack ist klatschen. Das nimmt einen Regenschirm. Da hinten kommt noch einer runter. Oh, der war gut. Komm schon. Ich will mal so einen Blitz erwischen. Den kann ich dann fürs Vorschaubildchen nehmen. Na kommt. Oh, das war hier in der Nähe. Kommt da lieber raus aus dem Wald. Na komm schon, schlag mal hier irgendwo ein. Vorsicht, Rita. Ah ja, die holen gerade das ganze Holz ran, was ich da in Auftrag gegeben habe. Okay. Ja, ich vergaß. Stimmt, wir haben noch eine synthetische Hose. Peter studiert nochmal diese belaubte Pflanze. Da war einer. Da war ich zu spät. Schade. Ich glaube, einen dritten, einen zweiten kriegen wir nicht hier in die Basis, oder? Versuche ich das nachher so aus dem Video rauszuschnibbeln. Jack plündert, fantastisch, ja. Wie geht's denn unseren Leutchen eigentlich? Ganz okay. Nahrungsmittel sind da, die halten ja jetzt schön lange. Keiner kocht weiter, fantastisch. Ach, ich hab gleich zwei auf einmal hergestellt. Das geht jetzt, ja. Oh, Kauwurzel entdeckt. Leider scheint die Pflanze selbst keinen Nutzen zu haben, aber ich habe wortwörtlich noch etwas tiefer gegraben und stieß auf ein entwickeltes Wurzelsystem, das jenem von Knollengemüse ähnlich ist. Sie waren schwer zu beißen und ich musste lange kauen, um sie zu zerkleinern. Ich würde nicht empfehlen, sie nennen wir sie Kauwurzeln, so zu essen, aber gekocht könnten sie ganz gut sein. Ernte Kauwurzeln, Pflanzen und Forschungstechnologie, Kauwurzelöl. Oh, das ist ja nett. Genau, pack mal wieder Diesel in den Generator rein.
300, hier drüben haben wir noch 45, wunderbar. Oh Joko, warum ist hier so ein Plus drüber? Achso, sie ist inspiriert, deswegen. Leichte Schmerzen. Oh, ganzer Leib, Blitzverletzung. Naja, weißt du, Joko, ich würde bei dem Wetter auch nicht unbedingt draußen rumrennen. In dem Wald oder da hinten bei metallischen Objekten schon gar nicht. Ja gut, das geht wieder weg. Das ist wieder... Okay, vielleicht sollte ich denen keine Aufgaben außerhalb der Blitzableiter geben. Ja, der Spaß wird eine Weile dauern. Leder, 20 Stoffe, okay, das geht noch. Bisschen Stoff haben wir ja da. Das ist halt auch nur eine Sommerhose, ne? Die Lederhose, eher für den Winter, 30 Leder. Aber ich will nicht die schönen Tierchen hier drüben alle. Die geben 40 Leder ein, 60 Fleisch. Wow, zwei Tiere und wir könnten irgendwie einen Monat überleben oder so. Na gut, der Regen ist natürlich gut für die Pflanzen, stimmt. Ich glaube, das Getreidefeld könnte ich zur Not auch einen Ticken kleiner machen. Wir haben immer noch über 500 Getreide. Und so richtig verbrauchen tun wir es hier eigentlich nicht. Der ist nur zwei breit, oder? Ah ne, der nimmt aber drei ein. Könnten wir hier hinten... können wir abreißen und könnten doch da bestimmt noch mal so einen Kühlschrank reinbauen. Ah, das sieht gut aus. Okay, Regen lässt nach. Gewitter ist jetzt anscheinend auch vorbei. Der Meteoritenschauer auch. Fast. Kam noch einer. Ja, steht immer noch Sommer da, aber gefühlt... sind wir schon im Herbst. So, die schlafen alle. Keiner kocht noch. Geht jetzt hoffentlich auch schlafen. Sehr gut. Wunderbar. Gestörter Schlaf. Wieso? Gibt es eigentlich Doppelbetten? Ja, forsch mal weiter. 15% noch. Können wir vielleicht heute dieses... Gärfass oder was wir dafür brauchen noch bauen. Holz, Gärfass, Altmetall. Sehr gut. Ja, ich habe schon überlegt, dass wir hier hinten, wir haben ja noch ein bisschen Holz, einfach unsere Verteidigung schon mal einfach mal, ach Quatsch, ist ja auch Blödsinn. Kann ich auch direkt so machen. Einfach schon mal weiter bauen. Ich weiß halt nicht, wie viel Platz wir später hier nach hinten noch brauchen, aber ich würde es vielleicht mal... Ja komm, da ist genügend Platz und dann ein bisschen rüber. So. Na? Ungefähr. Jetzt, wo das mit den Nahrungsmitteln so ein bisschen geklärt ist. 98, jawoll. Nice, nochmal schön Treibstoff geplündert, hervorragend. Jetzt, wo das mit den Lebensmitteln, Nahrungsmitteln so ein bisschen besser geklärt ist, können wir uns auch mal darum kümmern. Gut, wir haben jetzt kein Holz mehr, aber das holen wir uns schon noch. 31 Bäume, müsste reichen, oder? Oh ja, die Forschung ist gleich fertig. Jawohl. Ja, 99%, 100%. Nice. Stark. Und jetzt kommt dann die elektrischen oder elektronischen Geräte dran. Treibstoff erforscht. Ach, wenn ich drauf gehe, öffnet es mir direkt das Gärfass. Ah ja.
Ach, guck mal. Wandelt Getreide in alkoholische Getränke um oder Antibiotika um und Gemüse in eingelegtes Gemüse? Komm, wir bauen das Ding mal aus Altmetall. Nee, so ein Fass, weiß ich nicht, muss aus Holz sein. Ich hätte es eigentlich auch gerne hier hinten irgendwo hingebaut. Moment. Ja, nee, dann eher hier hinten hin, hinter die Küche irgendwo. Oder? Ich will nur nicht, dass ich es dann immer mal nicht sehe. Moment. Ja, dahin, keine Ahnung. Oder in die Küche. Moment, ich baue es nochmal. Das geht auch. Ah ja, guck mal. Wie war das? Aus einmal kriege ich 10 raus oder so? Macht jetzt 40, ne? Na gut. Hier liegt ja noch so viel Kram rum. Da. So, na gut. Dann haben sie jetzt erstmal wieder schön was zu tun. Die hier sind doch fast fertig. Die sind fertig. Die könnten geerntet werden. Ah ja, jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Ich wollte hier noch schön Boden reinlegen. So, die Kauwurzel könnten wir anbauen. Möchte ich jetzt aber erstmal nicht, weil denkt mir nö. Ja, jetzt dauert es ein bisschen, bis das dann alles fertig ist. Vielleicht können wir auch sagen. Warten erstmal mit der Baustelle, dass die sich erstmal doch um Wichtigeres noch kümmern. Bevor wir da hinten weitermachen, das sollen sie von mir aus noch bauen. Aber dann erstmal Kühlschrank und dieses Fass hätte ich gerne erstmal. Rita forscht weiter, wunderbar. Wir können ja mal gucken. Die elektronischen Geräte bauen wir dann erstmal zusammen. Elektrisches Schmelzen, ja. Scheiße, ja, Antibiotikum wäre echt nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen was hätten. Was? Notration wird aus Stoff gebaut. Wie soll das denn schmecken? Na gut. Ja, einlegen auch nicht verkehrt. Machen wir das einlegen. Habe ich gerade irgendwie Lust zu brauen, ja. Kaffee, ne? Das ist natürlich auch eine feine Sache. Ach, hier könnte ich aus Treibstoff auch chemische Synthese bauen. Stoffsynthese. Das kann dann geerntet werden, falls jemand Lust und Zeit dazu hat. Joko hat Bau 1 erreicht. Sehr gut. Oh ja, Kühlschrank wird gebaut. Fantastisch. Wie habe ich das schon eingestellt, dass hier nur rohes Essen rein soll? Echt? Klopp, klopp, klopp.
Jawoll. Das dauert ein bisschen, das macht es ja dann automatisch, nehme ich an, ne? Ja, guck mal, das geht automatisch. Okay. Naja, es wird langsam. Okay, jetzt hatte ich den hier hinten viel aufgegeben zum Schneiden. Moment. Müsst ihr nicht alles. Gut, nehmt mal den Rest mit und dann kümmert euch erstmal hier wieder um ein paar andere Sachen. Wir haben erstmal ein bisschen Holz da, das reicht dann auch für ein paar Sachen wieder. Genau, das Gärfass wird gebaut, fantastisch. Hoffe, dass das hier mal jemand aberntet, bevor das weg ist. Ja gut, Rita forscht auch, ne? Sonst hätte ich der jetzt gesagt, die soll das mal ernten. Kana müsste eigentlich so ein paar Dinge mal herstellen, aber ja, ohne. Ich frage mich gerade, es wird wahrscheinlich keinen Sinn machen, wenn ich jetzt noch mal. Na gut, besser als gar keine Klamotten nachher, wenn es kalt wird, oder? Hier drüben sind es nur 14 Grad. Vielleicht sollte ich hier auch noch mal so einen Ofen bauen. Stimmt, die bräuchten ja dann auch hier Ofen und sowas, ne? Wir könnten auch die elektrische Heizung bauen, aber ich will nicht zu viel mit Elektronik schon machen. Ein bisschen warten würde ich da gern noch. Hier ist okay, wenn es jetzt ein bisschen kühler ist, ist okay, aber hier die Räume. Gut, jetzt könnten wir doch auch die Küche heizen. Ach, das Fass ist fertig. Ah, guck mal. Für immer. Wie viel haben wir denn noch? 38. Nicht genügend? Ach, 50 Insektenfleisch brauche ich. Ach so. Ja, ist okay, dann passt das. Gut, der heizt jetzt noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, die Wärme zieht hier rüber, weil hier ist ja offen. Hier oben sind es 20 Grad schon. Hier unten nur 12. Ich meine, hier so ein Wärmeaustauschdingens drin, so eine Belüftung. So richtig warm wird es hier unten bei denen nicht. 12 Grad ist ein bisschen wenig. Na gut, dann nehme ich hier hinten die Wände weg und dann hat sich die Sache erledigt. Denke ich. Connor ist noch fleißig am Plündern. 38%, 11%. Ah, das dauert schon recht lange. 160 Hautburg, ich weiß gar nicht. Wie kann ich dann. Wie kann ich. Wo muss ich. Hier, aus der Hautburge. Oh, nur 10 Pflanzenleder aus 10 Hautburgen. Das ist nicht so viel. Connor will jetzt die Wand abreißen. Da pennen schon drei Leute. Er macht hier keine Freunde mit. Hat auch schon siegesicher den Hammer in der Hand. Na gut, dann mach mal. Oder die Axt noch vom, was auch immer.
So, Achtung, Kana, Rita, Jack, jetzt kommt Connor. Gestörter Schlaf. Ja, warte mal, das ist auch ein Mann, Connor. Immerhin wird es jetzt hier unten warm. 4 Grad. Warum sind es jetzt hier nur 4 Grad? 5 Grad? Verstehe ich nicht. Warum sind es jetzt hier drin nur 4 Grad? Das macht keinen Sinn. Da schlägt wieder irgendwo was ein. Aber der Kühlschrank kühlt doch nicht die Wände, wo er dran steht, oder? Na gut, Stein und... Ach so. Wie kann ich eigentlich Holzbretter herstellen? Machen die das automatisch, oder? Na ah, gut, der hat gerade hier die Metalllegierung zusammengesammelt. Wunderbar. Na komm, geh auch mal schlafen, bist der Einzige, der hier noch nicht. Macht er denn jetzt? Geht spazieren. Geh ins Bett. Und dann kannst du schlafwandern. So. Jetzt werden auch die anderen wach. Connor schläft noch ein bisschen. Ja, jetzt sind die anderen beiden auch wach. Sehr gut. So ist jetzt vielleicht besser. 0 Grad hier drin. Na gut, also die Holzwände, die haben alle, auch die Steinwände, eine mittlere Wärmedämmung. Da drüben. Ah, okay, gut, dann können die ja hier rüberkommen. Ist mir egal. Alles klar. Kriegen wir hin. Oh, Rita erntet. Sehr gut. Fantastisch. Ah, fuck, ich hab mich da nicht. Beheizt der nicht genug, oder was? Wenn es hier nicht warm genug wird, dann baue ich hier drin doch so eine Heizung mal rein. Ich dachte halt, das reicht, ne? Wenn ich jetzt hier die Wand wegziehe und dann. Da sind es 10 Grad. Direkt 13 Grad, da wo der steht. 14 jetzt. Und je weiter weg, desto kälter wird es. Okay. Na gut. Der Blitzableiter verbindet sich mit dem Strommast, ja? Aha. Gut, dann bauen wir uns jetzt dort unten doch eine richtige Heizung rein. Kommen die Tiere schon an? Nö. Okay. Oh, nicht den Ulfen kloppen, ihr Schweine. Na gut, da kriegen wir vielleicht ein bisschen Leder. Treibstoff geplündert. Yes! Ja, super Jack. Fantastisch. Genau das, was wir brauchen. Wir haben es zwar noch gut, ne? Also wir kommen schon noch wahrscheinlich locker über den Winter mit dem Treibstoff. Aber da muss ich echt aufpassen, dass der nicht zu kalt wird. Schneit's dann auch? Ah doch, natürlich, die Laubfärbung, guck mal. Das ist so langsam übergegangen in den Herbst. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also rein von der Laubfärbung her. Das ist aber schön.
Okay, fantastisch. Den haben wir fertig. Und jetzt noch die Heizung, da bin ich gespannt. So, plus 14 sind es noch. Das sollte gleich sinken, wenn die Heizung fertig ist. Plus 10, genau. Oh, jetzt wird es schön warm mit drin. 17 Grad, 16 Grad, 14, 15, 16. Ah, sehr gut. Ja, die Tiere, die kommen bald an. Die machen wir heute noch. Die kriegen wir noch klein. Genauso wie sie den kleinen Ulf hier, Ulfen, geulft haben. Horny, der ist ganz schön horny. Guck mal, wie hier Moos drüber gewachsen ist oder Gras oder was. Er blutet. Naja, einer ist verstorben von denen. Oder waren das 19? Ich weiß nicht. Gewitter! Yay! Vielleicht schlägt hier hinten großzügig ein paar Blitze ein. Ich warte mal, bis die angreifen. Ah, sehr gut. Ah, die Hautborkenfelder, die hätte ich. Ah, ich bin auch doof. Ich kann die Dinger doch auch ernten. Warte mal. Oh Mann! Oh. Ja, ist okay, lass mich in Ruhe. Können die Scheißdinger auch. Ah, da kommen sie. Weiter hoch. Wo ist Rita? Die kommt. Rita? Stehen Sie bereit? Jawohl! Nice. Jawohl. Okay, sieht gut aus. Die ersten Fallen schnappen zu. Ah, okay, die wollen hier so ein bisschen zu Jack und Connor immer mal, aber schaffen sie nicht. Zwei noch? Ah, da kommen sie. Okay, das ist sehr gut gewesen. Kana forscht weiter, fantastisch. Die Hälfte der Fallen wurden auch eingesetzt. Einer noch und ciao. Nice, fantastisch. Die schlachten wir jetzt und dann kommen wir da raus. Können wir mal Treibstoff machen? Keine Ahnung. Zweimal. Was weiß ich. Je nachdem. Wir haben 517 noch auf Lager. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber trotzdem. Ja, das war doch mal ein guter Angriff. Macht die Fallen wieder klar. Genau. Huch. Oh. Oh, das tut mir leid, dass du da reingerannt bist. Eieieiei, dann nehmen wir das mal mit. Wo ist denn der Ulfe von vorhin? Auch den nehmen wir mal mit. Kriegen wir ein bisschen Leder. Fünf, okay. Ja, bedien dich ruhig, ist genug für jeden da. Hau rein, lass dir schmecken, nimm dir eins mit. Aber nicht meine Kolonisten, danke.
46 Altmetall, sehr gut. Teile ich die Meinung von Jack, nicht gern im Regen zu sein. Scheiße, die Klamotten, ja, gerade wahrscheinlich, wenn die im Regen unterwegs sind, werden die Klamotten nicht besser, ne? Ich muss mir ja diese Hautborken ernten. Ich blöd, Mann, ey, ich hätte die schon längst ernten können und daraus was herstellen. Es wird jetzt eine Weile dauern mit dem Ernten. Aber dann haben wir da auch erstmal ein paar Ressourcen wenigstens. Ah ja, guck mal, 123 Insektenfleisch. Das heißt, das müsste dann auch zweimal, reicht das dann auf jeden Fall. Dann kriegen wir nochmal 40 Flüssigtreibstoff raus. Schlachtet übergroßes Insekt. 85 transportiert er, sehr gut. Hier, das Stroh geht bald kaputt, aber... Oh, da hat es wieder irgendwo eingehauen in der Nähe. Uiuiui. Ein schön Krawall hier in unserer Bude. Ist das zu laut, wenn in-game Gewitter ist? Wo war denn das mit dem... Ah, hier Bodenbelag, genau. Teppich. Hm. Ach, Keramik. Oh. So, damit die sich nicht überall wie so ein Höhlenmensch vorkommen. Also ich kenne das auch. Ich komme irgendwo in eine Wohnung rein, wenn da nicht mindestens Parkett liegt, denke ich, was ist denn das für eine abgeranzte Höhle? Die und ihren Höhlen. Verlorene Ernte. 10. 10 Hautbrocken. Ja. Ah, die werden gerade geerntet, okay. Die sind schon ein bisschen überreif. Dann können wir daraus wenigstens ein bisschen Klamotten mal bauen. Eieiei. Na gut, wir haben echt seit der letzten Folge, diese Folge, ein paar schöne Angriffe richtig gut abgewehrt, finde ich. Gerade jetzt zum Schluss, das lief sehr, sehr gut. Auch mit den vielen Gegnern da drüben. Auch wenn Yoko da so einen kleinen Zwick in Fuß oder ins Bein bekommen hat. Aber lief sehr gut. So, das hier können wir auch noch verwerten, ne? Geplündert war schon, verwertet geht's noch. Das ist neu, das wird noch... Ne, das kann auch verwertet werden dann, okay. Das wird gerade verwertet. Ah ja, und hier wird jetzt... Das dauert halt eine Weile, aber cool, das passt. Hier steht halt nicht, wie viel Diesel ich insgesamt habe oder Treibstoff. Hier schon. 517. Wäre auch cool, wenn das hier stehen würde. Beim Dieselgenerator. Weiß nicht, vielleicht steht das hier unten noch in Klammern dahinter, aber ich glaube nicht. Na gut, aber das passt. Also wir kommen erstmal gut zurecht jetzt hier. Oh, guck mal hier, 23 Grad hier drin, sehr, sehr gut. Kriegen sie auch noch überall ihr Parkett, damit sie sich noch ein bisschen wohler fühlen. Endlich mal heimisch nach 26 Tagen oder gleich 27. Ja, das stimmt schon. Ne? Am besten wäre jetzt natürlich diese Werkbank, wenn ich hier drüben einfach ein bisschen was abreiße. Die lagert gerade die ganzen Hautborken hier drüben. Dass die dann nicht immer rübergeschleppt werden. Oder ich lasse die Hautborken hier drüben einlagern. Das können wir auch machen. So. Wo ist denn das drin? Fertigungsmaterialien.
Ah hier, Gewebe oder Stoffe. Dann nehmen wir das einfach komplett raus. Und dann soll das hier rein. Und nur das. Kleidung nicht, weil Kleidung kommt dann eh hier drüben in den Kleiderschrank. Und da rein. Ja, hier drin wäre wahrscheinlich auch, hier sind es nur 3 Grad. Das ist wahrscheinlich echt ein bisschen kalt, wenn die da drin arbeiten. Reicht da so ein Holzofen nochmal? Könnte ich den Holzofen jetzt eigentlich rausnehmen? Machen wir das Fenster zu hier. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist ja eigentlich schon vorbei. Lange nicht auf die Uhr geschaut. Na gut, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Wir haben einiges zu tun, wie immer. Also es geht immer voran, es kommt immer mehr dazu. Und wir schlagen uns meiner Meinung nach recht gut durch, auch wenn hier und da natürlich deutlich noch was optimiert werden kann. Aber so verkehrt finde ich es jetzt gar nicht, wie wir bisher fortgeschritten sind. Und ja, dann geht es hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.